Moin Leute, hier ist Chroma und ich zocke bis ins Koma. Wir zocken eine Runde DayZ und zwar als Let's Play. Ja, leider ohne den Isaac LP, der hat derzeit leider wenig Zeit, aber es sei gesagt, wenn er denn noch Bock hat, kann er gern noch mit dazukommen. Und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an. Ja, ihr habt da gerade einen Ural gesehen, der gehört mir, den lasse ich da jetzt einfach mal stehen. Wir sind jetzt gerade oben in Liebstock, oben Ekaterinburg. Irgendwo hier in der Kante steht auch der Ural. Lass mich kurz gucken. Ja genau, das markieren wir uns jetzt einfach mal, damit ich ganz genau weiß, wo ich den ungefähr abgestellt habe. Ich habe gestern schon ein paar Parts aufgenommen, aber ich fange nochmal von vorne an, denn das war von der Qualität her, sage ich jetzt mal, ein bisschen zu leise. Sobald ich den Motor angeschmissen habe vom Fahrzeug, habt ihr mich nicht verstanden. Und das war scheiße. Denn ich habe da ein paar Informationen rausgehauen und die solltet ihr eigentlich schon in den ersten Parts bekommen. Nur leider hat es dann halt nicht funktioniert, weil eben die Infos im Motorengeräusch untergegangen sind. Und deswegen fange ich jetzt einfach nochmal neu an mit dem Fahrzeug, mit meinem Startgear, was ich hier habe. Bin bis jetzt noch nicht einmal gestorben. Wir spielen auf dem Server, ja, gute Frage. Den poste ich euch einfach mal unten dann in der Beschreibung drin, damit ihr mitspielen könnt. Genau, denn das wollt ihr ja immer alle. Jetzt ist erstmal wichtig, dass wir uns ordentliche Waffen besorgen und ich alles Mögliche an Reinforcing Material etc. pp. Bekomme. Denn wir werden das Zeug brauchen, um unser erstes Haus zu bauen. Das Problem ist einfach nur, ich bin noch gar nichts. Ich bin kein Held, ich bin kein Bandit. Denn wir sind im Mod DayZ Origins, wo das ziemlich wichtig ist. Das habe ich auch noch nicht gesagt. Stimmt. DayZ Origins, liebe Freunde. Ihr kennt es hoffentlich. DayZ Origins ist eine Mod, in der man wie like Minecraft ein paar Sachen bauen kann. Nur, dass es halt ein bisschen anders abläuft. Halt in dem Sinne, man baut keine Klötzchen ab und setzt dann irgendwas aufeinander. Sondern wir bauen es durch verschiedene Sachen zusammen, nennt sich Reinforcing Material, was man braucht, Zement, Zementmixer, Steine und Holz und irgendwelche Türlocks, also Türschlösser und Batterien und hast du nicht gesehen, Bausteine, bla bla bla, gibt's alles mögliche hier in der Mod, gibt auch einen Haufen neuer Fahrzeuge, die halt von Spielern selbst aufgebaut werden können und die sind gar nicht mal so schlecht, das sind halt meistens Schrottfahrzeuge, weil halt ist so, ne? Weil halt ist so und so weiter und ist halt egal. Auf jeden Fall sind wir jetzt halt dabei, hier mal schnell irgendwie eine Waffe zu finden in der Polizeistation. Ich hoffe, da ist was vorhanden. Aber hier war auch schon jemand. Also es kann gut möglich sein, dass jetzt hier vielleicht eventuell irgendwo ein Spieler rumkraucht. Dem müssen wir dann unbedingt mal das Letzte geben. Ich hoffe natürlich, dass ich das packe mit dieser scheiß Bewaffnung, die ich ja gerade habe. Und jetzt gehen wir erstmal zur Polizeistation. Auf jeden Fall möchte ich hier als erstes in den ersten paar Parts das erste Häuschen bauen. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Wir müssen dann noch Steine klöppeln und Holz besorgen und bla. Halt alles Mögliche, was man so braucht. Und ich hoffe einfach nur, dass es soweit funktioniert, denn ich bin schon ziemlich oft dabei gestorben, wenn ich irgendwas ja, besorgt habe, sage ich jetzt mal. Aber oh, da liegt doch schon mal ein Anfang. Was liegt denn hier? Eine Remington. Die Remington 870 nehmen wir mal mit, denn wir haben in diesem Spiel Tag und Nacht. Oh, 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 oh. Ich glaube, wir nehmen die lieber mit. Wir nehmen die AKS-7 für Cobra mit. Haben wir hier noch Munition? Ja, wir haben hier noch Munition. Ich fasse es. Alles klar. Wir sind bewaffnet. Wunderschön. Wir haben es geschafft. Da, 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 da. Und schon ist das Spiel wieder richtig lustig für mich. Alter, nein, oder? Alter. Eine M24. What the fuck? Das ist Hero-Style. Echt, ganz ehrlich, das ist Hero-Style. Da kann man echt nichts dran ändern. Das ist doch wundervoll. Yeah. Das macht uns das Leben deutlich leichter, auch wenn wir jetzt noch keine Munition dafür haben. Wir finden an jeder fucking Ecke irgendwo DMR-Magazine. Scheiße, ist das geil. Puh. So, jetzt werden wir uns erstmal dran machen, dass wir irgendwie die Teile, die wir brauchen, finden. In dem Sinne halt Zement, Reinforcing Material und sowas halt direkt für die ganzen großen Stufen. Beziehungsweise wir brauchen jetzt, glaube ich, 6 Zementsäcke, 6 Reinforcing Material etc. Und das muss ich ja natürlich, das kommt halt nicht von alleine hier. Das sollte man halt irgendwie mal mitnehmen. Aber ich sehe ja auch gerade, hier liegt noch ein Reifen, den sollte ich auch noch mitnehmen. Wir nehmen mal den Reifen mit, denn
dann renne ich erstmal zurück zum Fahrzeug, repariere mal schnell den einen Reifen, der ist schon ein bisschen angekratzt. Dann fahren wir hierher und fangen an, das Zeug alles einfach einzuluten, einzusacken. Hoffen natürlich, dass mir in der Zeit niemand entgegenkommt und mir das Fahrzeug klaut. Das wäre natürlich die beschissenste Seite von allen in dem Spiel. Gibt's natürlich auch. Gehört dazu. Oh, warte mal, hier liegt noch Munition für einen Revolver. Wir brauchen dann auch noch eine Blaupause, mit der wir überhaupt erst bauen können. Die habe ich jetzt noch nicht. Oh, was liegt nahe? Ist das eventuell die Munition, die ich brauche? Nee, ist eine CZ-550. Scheiße. Ich hätte mich jetzt über ein DMR-Magazin, hätte ich mich auch noch gefreut. Aber ist jetzt ja nicht so schlimm. Wir haben immerhin schon mal den Anfang. Wir haben den M24. Können ein bisschen snipern. Was jetzt halt noch wichtig ist, dass wir irgendwie das Hero-Level packen. Und dafür brauchen wir nur noch 80 Punkte. Dann sind wir Hero-Level 1. Dann können wir auch ein Hero-Level 1 Haus bauen. Es gibt, glaube ich, verschiedene Stufen. Bis Level 3 geht's. Habe ich bis jetzt jedenfalls schon mal rausgefunden. Kann natürlich auch sein, dass es noch weitergeht. Und müssen halt aufpassen, dass man nicht stirbt. Weil wenn man stirbt, dann verliert man Punkte. Und das ist der einzigste Nachteil hier in Origins. Aber ansonsten sind wir eigentlich soweit gut dabei. Wir haben eine Waffe, wir haben ein Scharfschützengewehr. Hallo? Das ist mehr als easy. Das finde ich geil. Und wie man weiß, im Industriegebiet findet man ab und zu auch ein bisschen Munition. Vielleicht liegt da ja ein DMR-Magazin dabei. Dann haben wir natürlich das dementsprechende Glück und haben schon mal 4 Magazine für die M24. Und wenn das Haus dann steht, dann können wir da vielleicht beispielsweise erstmal das hübsche Wäffchen postieren, speichern, safen, wie auch immer. Und zum Schluss steht uns dann nichts im Weg, mal später eine Runde snipen zu gehen. Aber jetzt ist erstmal wichtig, überhaupt wieder zum Fahrzeug zu kommen. Und zu gucken, dass wir irgendwie die Teile zusammenkriegen für das Haus. Weil das ist manchmal gar nicht so einfach. Man sagt zwar, so im Durchschnitt für Haus Level 1 braucht man ungefähr, also wirklich, wenn man lange braucht, eine Stunde. Was ich aber nicht so beurteilen kann, denn ich habe es noch nie geschafft, ein Haus zu bauen. Hab mich da noch nie so drauf konzentriert, aber ich würde mal sagen, Haus hier in der Umgebung wäre gar nicht mal so schlecht. Wir hätten dann hier beispielsweise Industriegebiet, wo man alle möglichen Teile farmen kann. Und man hätte jetzt auch beispielsweise einen Flughafen, der ist da oben, oder halt hauptsächlich ziemlich viel Military Loot, der halt in der Nähe besteht. Dementsprechend kann man auch in der Nähe namens Kamini spawnen. Von daher finde ich den Platz hier eigentlich gar nicht mal so schlecht. Da hinten ist er. Ja, jetzt ist gut, komm. Komm ran. Recke. Das kann ja wohl nicht wahr sein, jetzt hat er mich auch noch getroffen. Was ist denn das für ein Sack? Trifft er mich einfach? Ja, genau, und dann kommt auch schon der nächste. Ich fasse es. Na, verziert. So, zack, Fall um. Weiter geht's. Und ab zum Ural. Scheiß Teile einsammeln und Häuschen bauen. Das wäre jetzt ziemlich wichtig. Holz braucht man nicht farmen, das haben wir hier in der Umgebung ziemlich viel. Wichtig ist erstmal Steine, Reinforcing Material und so ein Kack. Das brauchen wir jetzt halt wirklich am meisten. Ich hoffe mal, dass das soweit funktioniert. Ich gucke jetzt nochmal schnell, was haben wir denn hier im Ural drin? Gear. Ja, wir haben jetzt hier eine Big Jerrycan, die müsste ich dann nochmal auffüllen und die Jerrycan Klein, die müsste ich nicht auffüllen. Das Ding könnte ich eigentlich rausschmeißen, das ist sinnvoll, wollte ich schon sagen. Denn da sieht man schon, da ist ein Reifen ziemlich im Arsch, den reparieren wir jetzt erstmal. So, wunderbar. Ich habe gesagt, das Teil soll raus, das andere nehmen wir erstmal mit. Können wir nochmal schnell den Ural auftanken, können wir die Strecke abfahren. Zack, raus damit. Und Gear, hopp hopp, mach auf den Eselscheiß hier, eat food, hopp hopp, essen. Hier ist noch Drinks, so, hauen wir uns mal hier so ein hübsches Mountain Dew rein. Und nehme jetzt hier das Teil mit, das kann man gleich hier vorne wieder auftanken, finde ich verdammt geil. Oh, einsteigen. Au. Oh. Ich sehe nichts. Ah, jetzt sehe ich was. Ah, nein. Vorsicht. Ah. Oh, und ja, stimmt. Ich sollte vielleicht noch was kurz machen. Und zwar Audio ein bisschen runterdrehen. Damit das Auto nicht so laut ist. Das sollte jetzt eigentlich passen. Ich hoffe, dass das soweit funktioniert. Wir fahren jetzt erstmal rüber in das Industriegebiet und holen uns da das, was wir brauchen für den Häuserbau.
wie Hero-Teil und hast nicht gesehen, weil Spiele werde ich jetzt so viel nicht erwischen. Dementsprechend kann ich gerade nur ein Hero-Haus bauen. Ist aber besser als gar kein Haus und dementsprechend muss ich halt noch ein paar Zombies killen. Nervt jetzt schon wieder. Da drüben ist der Tanke, da müssen wir hin. So, auf geht's. Was? Piss dich. Hier ist schon ein Spieler gestorben. Das erkennt man ganz gut daran, dass hier so ein Teil ist. Und ich werde jetzt hier mal schnell die Dingens auffüllen. Ja, füll Jerrycan, Mensch. So, mein Nachbar bohrt mal wieder eine Runde. Der kann mich heute mal am Arsch. Denn ich habe zu tun. Ich möchte hier ein Haus bauen. Dementsprechend muss ich auch bohren. Refuel. Und dann machen wir das Ding nochmal voll. Alter, was ist denn hier los? Hier sind ja ziemlich viele Spieler gestorben, ne? Das ist gar nicht so gut. Phil. Und ab ins Auto damit. Zack. Fertig. Jetzt sind wir vorbereitet. Also wir müssen noch ein paar Teile finden für unser Fahrzeug. Ansonsten ist das auch bald futsch. So, get out. Nehmen wir gleich mal alle mit hier, die Misttücher. Oh, ich sehe schon, hier fängt's ja... Oh, da hinten liegt was. Das ist Reinforcement Material. Oder Reinforcing Material. Das braucht man beispielsweise für den Häuserbauer. Mindestens zwei alleine schon für den Boden. Wäre halt ziemlich wichtig. Ja, es kommt ran, ihr Mistviecher. Na, komm ran hier. Wo seid ihr denn? Komm, wir machen euch mal hier die Tür auf, damit ich euch sehe. Ja, komm ran, komm. Mein Gott. Ach, da hinten rennt ja auch noch einer. So, zack, zack. Schon 24 Zombie-Kills. Ist ein Anfang. So, jetzt gucken wir gleich mal hier rein. Aha. Hier liegt jetzt so ein Zementmixer. Den brauchen wir jetzt am wenigsten. Was liegt denn hier hinten? Das ist der Muni. Sieht aus wie AK-Muni oder AKM. S58er Clips sind auch dabei. Bringt uns gerade absolut gar nichts. Von daher, ab zurück zum Fahrzeug. Das Zeug schnell einlagern. Ab zum nächsten Platz und weiter geht's. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal eins von dem Reinforcing Material. Ich hoffe, es passt alles rein in den Ural. Ist er eigentlich groß genug? Aber man weiß ja nie. Da ist er jetzt. Anscheinend auf, ich lasse das Ding jetzt hier stehen und habe ich noch genug Platz, falls jemand das Ding klauen möchte. So, jetzt verpisse ich mich hier in so einen kleinen Unterschlupf. Oh, da liegt auch noch Hüllenmaterial, das nehmen wir auch gleich mit. Dann kommt mal ran hier. Eins, zwei, drei. Hallo? Sag mal, ja, gut, okay. Hab nicht gezielt. Das ist ja auch nicht so genau. Puh, haben wir ja soweit fast alles. Ist ja schön. So, was liegt hier drin? Da liegt noch Glas und Scrap Metal. Das brauchen wir jetzt gerade am wenigsten. Und dann schaue ich nochmal schnell hier hinter. Los geht's. Ah ja, da liegt schon mal Zement. Das nehmen wir auch gleich mit. Was man hat, hat man. Davon brauchen wir ja auch insgesamt von jeweils Reinforcing Material und Zement brauchen wir jeweils 6, habe ich ja schon gesagt. Und von daher ist es halt doch ziemlich wichtig, dass ich das gleich von Anfang an mitnehme, weil überall finden tut man es auch nicht. Das ist dann ziemlich stressig. Okay, auch nichts Wichtiges. So, dann machen wir uns wieder weiter. Verpiss dich. So, jetzt haben wir schon 28 Zombie-Kills. Ich hoffe, ich kriege demnächst wieder Humanity dazu, denn das ist nämlich das Geile bei den Heroes. Die bekommen nämlich Humanity, wenn sie irgendwelche Sets umbringen. Und genau das versuche ich gerade zu erreichen, damit wir dann direkt die Blaupause finden von Hero Level 1 Haus. Dann können wir das halt gleich benutzen. So, jetzt reparieren wir erstmal hier, wo ist es? Genau, Body. Ja, das Ding hat 90%, aber was soll's. Besser reparieren als gar nicht reparieren. Wir bräuchten vielleicht noch eine Engine. Und dann sollten wir uns mal langsam auf die Socken machen. Ja, jetzt lassen wir es erstmal hier stehen. Jetzt machen wir uns erstmal los. So, da hinten liegt noch irgendwas, ich sehe es doch. Ach so, das ist ein Zementmixer. Ja, den brauchen wir jetzt nicht. Scheiße. Ja, gut. So viel dazu, ihr wisst jetzt schon mal den Plan für die nächsten Parts. Wir werden ein Haus bauen. Es sei denn natürlich, wir werden umgebracht. Das war soweit der erste Part von
Also die erste Aufnahmesession, die Mini-Aufnahmesession von Let's Play DayZ. Ich bin Chroma, ich zocke bis ins Koma. Wir sehen uns dann demnächst im nächsten Part, den ich jetzt gleich aufnehmen werde. Und ich wünsche euch bis dahin noch viel Spaß. Bis denn.